Ich krieg nicht genug von Pasta und ich bin mir sicher, euch geht's ganz genauso. Deshalb muss ich euch diese Rezepte unbedingt zeigen. Alle drei Rezepte kommen mit wenigen Zutaten aus. Die Rezepte findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Keine Lust auf Nudeln? Wir können euch trotzdem weiterhelfen. Für die cremigste Pasta brauchen wir, ich habe mich hier für Linguine entschieden, Creme Fraiche, Tomatenmark, eine rote Zwiebel, 4 Knoblauchzehen und später noch ein bisschen Parmesan und am Ende noch ein bisschen Basilikum für obendrauf. Los geht's mit der roten Zwiebel in Würfel schneiden. 4 Knoblauchzehen, ich zerdrück sie einfach so mit dem Messer. Durch das Zerdrücken werden trotzdem die Aromen freigesetzt, aber ihr müsst sie nicht unbedingt mitessen, sondern ihr könnt sie auch später einfach wieder rausfischen. Jetzt eine ordentliche Portion Olivenöl erhitzen, Zwiebeln und gleich der Knoblauch dazu. Die müssen jetzt einfach ein bisschen angedünstet werden, bis die Zwiebeln glasig sind. Das wird auf jeden Fall richtig lecker. Jetzt Tomatenmark dazu. Das lassen wir jetzt einköcheln. Ungefähr 10 Minuten, damit das Tomatenmark auch so ein bisschen karamellisieren kann und sich der Geschmack schön entfaltet. Ich mache außerdem noch ein paar Chili Flakes rein, damit es noch ein bisschen schärfer und noch ein bisschen würziger ist. Natürlich müssen wir auch noch unsere Pasta zubereiten. Das Wasser lassen wir jetzt einmal aufkochen. Salz, natürlich ganz wichtig für unser Pastawasser. Die Creme Fraiche mische ich jetzt mit ungefähr 150 Millilitern, das ist grob so eine Kelle, Pastawasser. Das ist dann ein bisschen leichter, als wenn ich da jetzt einen Becher Sahne reingeben würde. Und außerdem sorgt die Stärke aus dem Pastawasser dafür, dass die Soße so richtig gut an den Nudeln haften bleibt. Mit Pfeffer und Salz würzen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Parmesan direkt in die Soße gegeben. Parmesan gehört einfach zu Pasta dazu, wie Salz und Pfeffer. So, jetzt kommt der beste Moment. Die Nudeln kommen endlich zur Soße. Das Mischen ist für mich immer einer der besten Parts, wenn man sich nicht vollkleckert. Jetzt wird alles noch richtig schön angerichtet. Da darf der Parmesan natürlich nicht fehlen. Und noch ein bisschen Grün obendrauf. Ich gehe all in. Hammer. Auf geht's zum nächsten. Auch hier gilt wieder, nur 5 Zutaten und sie geht mega schnell. Mit Frühlingszwiebeln natürlich und leckeren grünen Erbsen. Begleitet wird das Ganze durch 2 Knoblauchzehen, Creme Fraiche, Parmaschinken, natürlich unsere Pasta, diesmal Orecchiette und wieder ein bisschen Parmesan. Den Knoblauch in feine Scheiben schneiden, der bleibt diesmal in der Pasta. Und die Frühlingszwiebel in sehr feine Ringe schneiden, die kommen später obendrauf. Auch hier gilt wieder ordentlich Salz zum Pastawasser geben. Die Orecchiette kochen wir jetzt nach Packungsanleitung und so ungefähr 2-3 Minuten, bevor sie al dente sind, gebe ich noch meine tiefgefrorenen Erbsen hinzu, damit die schön knackig bleiben. Wie versprochen wird jetzt der Parmaschinken schön knusprig gebraten. Dafür können wir ihn einfach ohne Öl in eine kalte Pfanne geben. Der Schinken, den ich hier habe, ist nicht ganz so fettig. Dann könnt ihr noch mal einen Schluck Olivenöl dazu geben. Fett ist Geschmack. Jetzt kommen die Erbsen zur Pasta. Hier sind jetzt ungefähr 2 Kellen Pastawasser drin, die ich mir aufgehoben habe, bevor ich sie abgieße. Das brauchen wir später wieder für unsere schöne cremige Soße. Jetzt ist der Schinken so richtig schön knusprig. Noch knuspriger wird er, wenn wir ihn jetzt auf dem Küchentuch ein bisschen abtropfen lassen. Das Fett vom Schinken lassen wir auf jeden Fall in der Pfanne, weil es nochmal so einen richtig schönen, würzigen Geschmack mit reingibt. Noch einen Schluck Olivenöl geben wir dazu. Dann braten wir darin unseren Knoblauch an, bis er fast golden ist. Aber aufpassen, dass er nicht verbrennt. Oh, das riecht schon richtig lecker. Jetzt schnappe ich mir die Pasta. Unsere Erbsen haben wir auch schon dabei, praktisch. Jetzt kommt die Creme Fraiche dazu, damit wir eine cremige Soße bekommen. Und auch hier wieder unser Pastawasser, damit die Soße so richtig schön geschmeidig wird. Noch großzügig mit Salz und vor allem Pfeffer würzen. Unsere sahnigen Soßen, ein absolutes Muss. Das Pastawasser könnt ihr so ein bisschen nach Gefühl hinzufügen. Einfach so, dass ihr den Eindruck habt, dass es eine schöne cremige Soße wird, aber es nicht mehr zu flüssig ist. Jetzt kommt auch noch eine gute Portion Parmesan rein und der saugt auch noch mal so ein bisschen Flüssigkeit auf. Jetzt sieht sie genau so aus, wie ich sie haben will.
Schön cremig, aber nicht mehr flüssig. Mmh. Jetzt kommt der knusprige Schinken obendrauf. Dann die Frühlingszwiebeln. Und zum Schluss Parmesan. Und noch mal ein bisschen. Tada! Mmh. Ihr seht, no drama. Aber sie sieht auch richtig, richtig gut aus. Hammer. Ich würde mir wahrscheinlich noch so ein bisschen Zitrone obendrauf machen. Aber dafür habe ich noch eine extra Pasta für euch. Der Star in diesem Gericht ist natürlich Zitrone. Und auch hier wieder, ganz wichtig, das Pastawasser. Zusätzlich haben wir noch eine Knoblauchzehe, unsere Pasta, auch hier wieder Linguine, Parmesan, Butter, Olivenöl, Petersilie und eine Chilischote, wenn ihr möchtet. Es sind ein paar mehr Zutaten als fünf, aber nichts Aufregendes, alles super basic, also drücken wir mal ein Auge zu. In den anderen Rezepten war das Pastawasser ein schönes Add-on, aber hier ist es tatsächlich der Schlüssel zum Erfolg. Deswegen habe ich hier den Topf auch nur halb voll gemacht, damit das Pastawasser so richtig intensiv und sehr stärkehaltig wird. Jetzt geht's los mit dem Knoblauch. Grob mit dem Messer zerdrücken. Könnt ihr dann auch später wieder einfach aus der Soße nehmen und müsst die nicht mitessen. Die Chili ist optional. Bei mir kommt sie auf jeden Fall mit rein. Eine halbe in feine Scheiben schneiden. Ich habe meine Pfanne schon erhitzt. Da kommt jetzt ein bisschen Butter und Olivenöl dazu. So lange, bis die Butter geschmolzen ist. Jetzt muss alles relativ schnell gehen, damit wir später on point unsere Pasta in die Soße geben können. Jetzt kommt einmal unser Knoblauch und auch unsere Chili in die Pfanne. Anschwitzen, aber nicht anbraten. Ungefähr 2 Minuten. In der Zwischenzeit machen wir uns jetzt an unser Pastawasser. Ihr wisst, wie es läuft, gut salzen. Die Linguine koche ich jetzt ungefähr so 4 Minuten. Die ziehen aber später in der Pfanne noch mal ein bisschen nach, also nicht wundern. Die Chili und der Knoblauch sehen schon gut aus. Jetzt das Ganze mit Pfeffer und Salz würzen. An dieser Stelle holen wir uns auch schon das Pastawasser raus. Dadurch, dass ich nicht so viel Wasser reingemacht habe, sollte da jetzt auch schon genug Stärke drin sein. Diesmal ein bisschen mehr, 300 Milliliter. Das messe ich hier lieber ab. Jetzt kommt endlich unsere Zitrone ins Spiel. Einfach direkt hier in die Pfanne abreiben. Wir brauchen nicht nur die Zeste, sondern auch den Saft. Die Nudeln sind fertig, perfektes Timing. Jetzt mache ich noch kurz das Pastawasser in unsere Pfanne, damit es schön einköcheln kann. Sieht richtig lecker schon aus. Überhaupt nicht nach einer cremigen Soße, aber lasst euch überraschen. Die Pfanne habe ich jetzt noch mal ein bisschen auf höhere Hitze gestellt, damit es wirklich so richtig schön blubbert und einkocht. Diesmal gießen wir die Pasta nicht einfach ab. Ich hole sie hier mit meiner Zange direkt aus dem Topf ein bisschen abtropfen lassen. Dann schön hier mit rein. Jetzt das Ganze erstmal richtig schön verrühren. Die sind noch ein bisschen hart, aber wir haben ja auch noch ordentlich Flüssigkeit hier in der Pfanne. Dann ist es wichtig, dass man die wirklich ungefähr so 2 Minuten in der Soße schmenkt. Durch das Pastawasser und die Butter bildet sich so eine Emulsion. Das Ganze wird so richtig schön geschmeidig, cremig und glänzend, vollkommen ohne Sahne. Vielleicht kennt ihr das Prinzip auch schon von Pasta Cacio e Pepe. Jetzt hat es schon richtig viel Wasser aufgesogen und sieht schon so richtig schön glänzend aus. Fehlt nur noch der Parmesan. Dafür gebe ich ihn in 2 Portionen in die Pfanne. Nochmal richtig schön durchrühren. Ja. Wenn sich die erste Portion aufgelöst hat, kommt noch der Rest des Parmesans dazu. Noch ein bisschen Petersilie. Einfach nur so entspannt hacken. Es riecht schon richtig schön zitronig. Nur noch ein bisschen Petersilie drüber. Und ganz klar noch mehr Parmesan. Und nochmal Zitronenzeste. Pfeffer zum Abrunden. Lasst sie uns probieren. Spätestens jetzt kann ich auf jeden Fall verstehen, warum diese Pasta bei uns so durchgestartet ist. Sie ist richtig lecker, frisch, zitronig, obwohl nur eine halbe Zitrone drin ist. Bei so vielen mega geilen Rezepten fällt es mir persönlich echt schwer, mich zu entscheiden. Aber ich glaube dann doch, dass Pasta Nummer 1, die cremig-tomatige Pasta, mein Favorit ist. Wie sieht's bei euch aus? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich muss euch noch was zeigen. Und zwar verfangen sich die Erbsen hier so in den Öhrchen. Das ist nicht cute.